alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Willkommen zu diesem neuen Video. Ich heiße Reda und heute zeige ich euch, wie man Tischdeko passend für eure Wohnung basteln kann. Dafür benötigt ihr buntes Papier eurer Wahl, eine Schnur, Bunt- oder Filzstifte, ein Lineal, einen Bleistift, ein Uhu und ein Zirkel. Wenn ihr keinen Zirkel habt, ist es auch okay. Ihr könnt es einfach mit der Hand zeichnen. Let's go! Als allererstes basteln wir eine kleine Box, um die Dattel aufzubewahren. Dafür benötigt ihr ein Blatt, das 23 cm breit und 23 cm lang ist. Wir falten es Ecke zu Ecke. Wir falten jetzt die linke und die rechte Seite zur Mitte. Wir falten es jetzt wieder auf und falten die untere und die obere Seite zur Mitte. Wir falten das jetzt das allerletzte Mal wieder auf und knicken diese beiden Seiten hinein, bis sie sich berühren. Nachdem du es geknickt hast, faltest du die Ecke auch hinein. Und das gleiche macht ihr mit der anderen Seite. Das Endergebnis sollte so aussehen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch mehrere machen, verschiedenen Farben. Jetzt basteln wir eine Laterne. Dafür benötigt ihr Blätter. Umso mehr, desto besser. Ich habe jetzt 5. Eine Schere, ein Uhu, ein Lineal und einen Stift. Ihr faltet das Blatt einmal um die Mitte. Dann zeichnet ihr eine Laterne eurer Wahl. Nachdem ihr es gezeichnet habt, schneidet ihr es aus. Am Ende sollte es so aussehen. Ihr könnt es jetzt als Schablone benutzen und es hier umranden. Nachdem ihr es gemacht habt, nehmt ihr alle Blätter zusammen und schneidet es der Linie entlang. Wenn ihr es fertig geschnitten habt, faltet ihr jetzt alles einzeln in der Mitte durch. Nachdem ihr es fertig gefaltet habt, schmiert ihr auf jede Seite Kleber und klebt jede Seite zusammen. Wenn ihr fertig seid, sollte es ungefähr so aussehen. Wir basteln jetzt einen Mund. Dafür benötigt ihr einen Zirkel, eine Schere, einen Bleistift und eine Schnur. Ihr nehmt den Zirkel und zeichnet damit einen Halbmond. Wenn ihr fertig seid, müsst ihr jetzt den Mond ausschneiden. Wenn ihr möchtet, könnt ihr nebenbei Sterne dazu zeichnen und ebenfalls auch ausschneiden. Nachdem ihr den Mond und die Sterne fertig geschnitten habt, macht ihr ein kleines Loch und fädelt die Schnur ein. Am Ende sollte unser Mond so aussehen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr noch Sterne dazu tun. Das haben wir aber jetzt nicht gemacht. Noch passend dazu könnt ihr ein Kärtchen nehmen und dann da drauf schreiben. Assalamu alaikum und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachmachen.